Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid ganz herzlich willkommen. Meine Freundin spielt heute zum allerersten Mal Fortnite. Sie hat mir zwar schon mal über die Schulter geschaut, aber jetzt mit Level 1 selber spielen ist natürlich nochmal was ganz anderes. Ich würde sagen, wir machen ganz, ganz entspannt. Ja, kann ich hier aber irgendwie den Charakter wechseln oder so? Nein, den Charakter kannst du am Anfang nicht wechseln. Du kriegst immer einen zufälligen von 4 oder 5, Mexikaner, einen schwarzen, weißen. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie Haare oder so tun? Erst wenn du... Leider, modellieren geht nur, wenn du dir dann Skins kaufst. Du musst auf Modus ändern, dann einmal auf Solo, ja, und dann auf Spielen. Okay. Alles klar. Also am Anfang gar kein Stress. Erstmal kommt die Spawn-Insel. Ich habe schon voll schwitzige Finger, ich habe nie schwitzige Finger. Ich war aufgeregt. Also das Spielprinzip ist ja bekannt, ne? Es gibt einen Sturm, vor dem hauen wir ab, vor dem laufen wir weg. Ich werde dich da nochmal so ein bisschen leiten. Also mit WASD, wie mit jedem anderen Spiel, meine Freundin selbst ist auch Gamerin. Also eigentlich, so von der Steuerung her müsstest du klarkommen. Linksklick, schießt du nochmal die Waffe auf mit E? Also alles sowieso immer mit E, Türen auf, alles Alter, mit E. Jetzt mit 2 wählst du die Waffe aus. Und schießt ihn gegen den Kopf. Leise! Und dabei immer schön die Leertaste. Und genau, immer... Was wollen die alle von mir? Wobei, das ganze Springen und Dodgen, das ist vielleicht erst ein bisschen viel. Wenn wir jetzt mal hier die Map angucken, dann würde ich erstmal ein bisschen weiter hinten irgendwo rausspringen. Vielleicht ganz unten links bei Flash Factory. Markier mal am besten mit Linksklick. Ganz unten links, genau da. Perfekt. Das heißt ungefähr, wenn der Bus über Fatal Fields ist, springen wir in die Richtung. Da oben siehst du so eine Anzeige. Am besten, du genau, dass der blaue Punkt in der Mitte ist. Siehst du die gerade? Ja, so? Ja, ja. Ach, da runter muss ich? Genau, ich sag dir dann, wann du rausspringen kannst. Guck mal, da kann man nicht auf die Insel. Okay, du kannst jetzt rausspringen. Immer schön W gedrückt halten. W, W, W. Also, genau. Damit du nach vorne fliegst. Oh, ich würde ein bisschen höher gucken. So? Ein bisschen runter. So mit dem Kopf auf die Stadt sozusagen. Ja, genau. Alles klar. Wir können dann zum Schluss noch ein bisschen tiefer gehen, aber erstmal. Ich habe mal so Videos gesehen, wo einer seinen Schirm die ganze Zeit öffnet, schließt, öffnet, schließt. Kannst du machen, drück Spam mal Leertaste. Ja, so angeblich gibt dir das auf ganz lange Distanzen Boost, aber. Naja. Oh, ich glaube, bei dir wird sogar. Geh mal. Okay. Guck dich mal ein bisschen kurz um, aber. Ja, okay. Ich habe keinen Gegner gesehen. Jetzt heißt es erstmal irgendwo eine Waffe holen. Also irgendwo, irgendwo genau da, wo irgendwas leuchtet, alles was. Dann gehen wir in den, ins Haus rein. Tür. Mit E. Geil. Okay, einfach mit E immer alles einsammeln. Ich sehe sogar, für dich ist die Maussensibilität, glaube ich, noch zu schnell. Ja, definitiv. Also, ich merke generell das auch. Ist auch eine langsamere Sensibilität zu empfehlen. Weißt du, was da, die ist schon mal sehr gut. An das ist. Ja, was denn? Spielen irgendwie. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Lauf am besten immer mit der Waffe rum. Erstmal, also schon mal die 2 auswählen. Falls du nämlich jetzt einen Gegner triffst, dann musst du nicht erstmal noch die Waffe wechseln. Also wähl mal die 2 aus. Genau. Falls jetzt hier ein Gegner kommt, dann. Ja, jetzt guckst du dich ein bisschen aber um. Aber ist ja nichts los hier. Baust ein bisschen was ab. Guck mal, deswegen. Hier war ich ja gerade schon drin, ne? Guck, das meine ich nämlich. Ich hab immer so null Orientierungssinn. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Da ist nichts drin, ne? Da oben ist eine Kiste, guck mal. Da ist da was. Ist auch eine sehr gute... Oh, ich sehe es, aber da war erstmal eine Tür. Da war eine Tür, immer schön reingehen, alles Dixie gucken. Klo. Das ist wichtig, am Anfang muss man wirklich überall mal reingehen, die Map ein bisschen kennenlernen. Das ist die Toilettenfabrik hier. Oh, hier liegt ja richtig viel rum. Und jetzt da oben zum Beispiel, guck mal, da oben ist eine Kiste, auf, da oben. Du hörst sie auch schon. Jetzt musst du eine Treppe bauen, auf F3 kannst du eine Treppe bauen. Du musst F3 drücken. Ja. Genau, jetzt hast du aber kein Holz, aber inzwischen ist es so, dass er automatisch die Ressource nimmt. Nicht reinfallen da. Warum nicht? Weil dann kommst du nicht mehr in die Kiste rein. Erstmal, wenn dich der Bauplan stört, wähl wieder eine Waffe aus. Mit 2 zum Beispiel. Genau. Ja. Und jetzt mit E öffnest du die Kiste. Irgendwas. Okay, jetzt musst du doch nochmal rein. Ich hab was fallen gelassen. Geh nochmal rein. Da rein. Ja. Die Sache, die du nicht haben willst, die musst du auswählen und dann schmeißt du die automatisch raus. Aber Armbrust finde ich gar nicht so geil. Ja, aber du willst auf jeden Fall deine Shotgun wieder haben. Die hast du nämlich weggeworfen. Echt? Da ist sie. Genau. Verstehst du? Wähl die 3 aus und dann nimm das Medkit noch mit. Medkit.
Kit. Und ich guck mal ganz kurz, was mit der Zone ist. Oh mein Gott, wir müssen direkt laufen. Bau dich hier raus mit der Spitzhacke. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Ja, wie wähle ich die Spitzhacke aus? Genau. Immer schön auf den blauen Punkt. Das weißt du schon, das habe ich schon mal gesagt. Ja, ich habe schon. Jetzt raus hier aus dem Haus und dann oben auf der Minimap, oben rechts, siehst du diesen weißen Strich. Und da musst du lang. Hier lang? Ist hier raus? Nimm das noch. Auf erstmal Revolver oder sowas. Genau. Trink das schnell mit Linksklick. Ja. Jetzt ziemlich ruhig hier. Ja, lauf am besten da links den Berg hoch, die Straße entlang. Und jetzt haben wir noch eine Minute Zeit, bis der Sturm kommt. Hier rüber springen, Parcours und... Boom! Nice. Wo ich noch ein bisschen Holz fahre. Woher weiß ich denn, wann die Zone mich bedrängt und wann ich loslaufen muss? Muss man du siehst da die Gefühl Uhr bekommen? Oben unter der Minimap. Siehst du eine Uhr? Zeig, jetzt hast du auch gehört. Du hast jetzt drei Minuten Zeit. Was ist, wenn hier jemand ist? Ich habe Angst. Guck mal, hier ist keiner hier. Ja, da musst du schon mal eine Waffe auswählen. Wähl schon mal eine Waffe aus und lauf weiter. Ich habe Angst. Ja, aber hier sind nirgendwo Menschen. Geh mal da rechts rein, kurz in die Tankstelle. Ich glaube, da war noch eine coole Waffe. Nee, ist nur Munition. Nehme ich alles mit. Guck mal hier ich rein. Ich habe gehört, Munition darf man niemals liegen lassen. Da hast du recht. Hast du gut aufgepasst. Okay, dann laufen wir wieder in die Zone. Hier schön wieder den Weg weiter. Du musst in den weißen Kreis rein. Oh ja, yes. Ja, das schaffst du. Du kannst ruhig noch zwei, drei Bäume mitnehmen. Ich kann ja noch hier. Aber die Sache ist die, wenn du jetzt Materialien hast, dann musst du auch zum Beispiel wissen, wie man es einsetzt. Du kannst ja mal... Auf F1. Auf F1. Auf Rechtsklick einmal. Genau. Dann hast du jetzt Holz ausgewählt. Hä? Oh, und dann wieder die Waffe auswählen. Oh. Genau. Mama mia, ich bin überfordert. Ja, man muss ein bisschen am Anfang auf die Tasten klarkommen. Manche bauen ja die Bäume nicht ab. Ich weiß das ja bestimmt schon alles. Ne? Aber danke. Ich habe so ein paar Videos gesehen, um mich schon mal so ein bisschen so schlau zu machen. Oh, noch eine Armbrust! Warte. Das brauchst du. Nimm die pack die Bandagen oder den Revolver weg. Den Revolver will ich nicht. Wobei ich habe auch Medikit. Das ist jetzt zum Beispiel deine Waffe für den Fernkampf. Aber du hast nicht so viel Zeit, dass du jetzt viel looten kannst. No, no, no. Die hast du schon in besser. Weil blau ist besser als grün. Wie ist die? Schatz, die Zone kommt. Nimm die Waffe auf, die ist super. Bandagen weg. Bandagen weg. Genau, wenn dich jetzt jemand. Okay, und jetzt lauf. Genau. Bin ich voll nervös, ey. Du läufst in die Häuser rein. Oh mein Gott, da kommt lauf. Die Zone. Nach links. Genau, das ist der Fall. Schatz, sie kriegt ja, mich. Die erste Zone macht zum Glück noch nicht so viel Schaden. Wähl schon mal, während du läufst, die Waffe aus. Ich empfehle dir, wenn du die 4, genau. Echt, die 4? Weil die schießt halt öfter, hat einen breiteren Fächer. Für Anfänger ist die besser, würde ich sagen. Ich auch gar keine Bandagen mehr. Du hast ein Medkit, das heilt dich komplett voll. Mann, warum hast du nicht gesagt, dass es eilig ist? Bandagen heilen dich eh nur bis 75. Ich habe ja noch gar keinen Gegner jetzt gesehen. Jetzt Vorsicht, da ist Tete Tower, da ist immer extrem viel los. Lauf vielleicht lieber links dran vorbei. Wir wollen da eigentlich gar nicht durch. Was muss ich, die 4? Nächste okay, Zone ist wofür entspannt. Ist die 4? Für wenn ich jemanden Nahkampf, sehe, ne? Nee. 5 ist, wenn du weit jemanden siehst. Ich hab voll Angst. Da war was, da hat sich was bewegt. Könnte sein, okay, ja. Egal. Au! Es gibt Fallschaden im Spiel. Willst du jetzt reinlaufen? Okay, dann laufen wir da soll rein. Soll ich jetzt erstmal mich nicht heilen? Ja, genau. Dann geh an die Wand. Noch mehr an die Wand. Richtig schön an die Wand. Link, genau. Und jetzt... Genau. Jetzt heilen wir dich erstmal voll hier. Einer wurde vom Sturm erfasst. Der hat es schon mal nicht geschafft. Krass. Heftig. Hat er gepennt. Da wollte er die lila Armbrust haben. Ey. Kann ich mich irgendwie hier sortieren oder so? Meine Waffen wechseln? Ja, du kannst auf Alt drücken und dann die Sachen verschieben. Halt Alt gedrückt. Du kannst, genau, so. Genau. So. Du könntest das Ganze auch mit I machen für Inventar, aber Alt geht schneller. Okay. Und, ja. Ich würde links gehen, nehmen wir nicht in die Stadt rein, oder? Weil dieser Spot ist sehr eklig, weil die haben alle Highground auf dir. Okay. Highground. Wenn wir den ersten Gegner sehen, dann lieber. Es ist gut, wenn man in dem Spiel Highground ist immer oben gut. Ist, ne? Genau, weil das hab ich auch dann hast du auch eine größere Chance, den Kopf zu treffen. Und du kannst über Third Person, kannst du, sag ich mal, so über die Gegenstände rüber gucken und den Gegner damit ein bisschen tricken. Jawohl, das ist schon mal gut. Die haben ja alles übrig gelassen. Der Panzer ist kaputt, reparier den. Das ist alles für Naps hier. Waffe auswählen. Oh, guck mal, da ist schon eine Dings gehört. Ja, da hat jemand hochgebaut. Wähl am besten eine Waffe aus. Guck mal, da wurde auch sehr viel gebaut. Da will ich mich jetzt gut umgucken. Hallo.
Am besten immer am Berg halten, also links hier. Zum Beispiel. Ich krieg Panik. Lauf mal nach links. Genau, aber da, ich dahin. Ich hab dein Haus gesehen, da wollte ich. Am Rande der Zone ist am Anfang immer recht sicher und die Zone hier ist sehr langsam. Wann kommt die nächste Zone? Jetzt in 4 Minuten. 4 Sekunden. 4 Sekunden. Ja, aber die ist halt wieder erstmal. Lauf links den Berg hoch, das ist gut. So, wir verstecken uns mal. Okay, wie viel Holz sollte man denn etwa haben? Ich habe ja noch gar nichts abgebaut. Ja, du hast doch schon mal um die 200 Materialien. Da du nicht so viel bauen wirst, ist das okay. Bau mal hier eine Treppe hoch und geh aufs Dach, pass auf. Warum aufs Dach? Ja, weil von da hast du Highground, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Aber ich will da in die Tür rein. Nein, nein, F3, zack, so. Ja. So. Ne, links lang. So. Ja, ja, ja. Und noch eine schnell weiter, bevor die zurückkommen. Yep. Und da hoch. Waffe auswählen. Genau, und von da können wir gucken, ob da irgendwo ein Gegner ist. Da ist erstmal keiner. Oh, da war ein Kreuz, warum? Pass auf, die Zone ist hinter dir, du musst dich gleich bewegen. Da oben wollen wir hoch. Da hoch. Wir, genau. Aber, okay. Moment, die bewegt sich ja jetzt. Ja, ja, die bewegt sich jetzt, aber die ist recht langsam zum Glück. Ich bin gespannt. Es sind noch 11 Gegner, Schatz. What? Da bist du nicht sicher. Aber da liegt was. Nee, ist alles aufgesammelt. Okay, gehen wir mal los. Ja, jetzt. Wir wollen hoch auf den Berg. Ich will nicht wieder von der Zone irgendwie gedehnt. Dann geh nach links, geh hoch. Jetzt bist du schon sicher, auf jeden Fall. Hier die Treppen. Die Treppen, die links jemand gebaut hat, die kannst du auch nehmen. Will ich das denn? Ja, es ist eigentlich immer, fast immer gut. It's a trap. Es können Traps da sein, da hast du recht. Oder it's a trap. Wow, und jetzt fällt sie runter. Das hat man davon. Oh Mann, Schatz. It's a trap, ja, ja. Nach unten, weil dann kannst du... Da ist jemand! Okay, guck mal ein bisschen nach unten, weil dann kannst du über die dritte Person, kannst du gucken, ob da noch mehr Leute sind, verstehst du? Der guckt schon so. Er steht auch hinterm Baum. Schon sauer. Er wird warten. Wir schon. Oh, hätte ich jetzt einen Sniper, der wäre direkt tot. Oh, du hörst, jemand schießt mit Raketen, glaube ich. Was du machen kannst, ist ein bisschen nach rechts kriechen und gucken, ob von rechts noch jemand kommt. Oder du versteckst dich weiter. Wie? Ach, bleibe ich jetzt gerade hier drin? Ach, ich bin in der Zone, ja, ich sehe es. Deswegen, du musst. Vielleicht kommt aber auch jemand von hinten, deswegen will ich mal gucken, ob du. Action! Ich will Rambazamba! Okay, dann zack, aus der Deckung raus und nach rechts laufen. Okay, jetzt erstmal ganz ruhig. So habe ich das auch nicht gemeint. Ich meine, immerhin haben wir da ja jemanden, der mich erschießen könnte. Da sind zwei jetzt. Wo? Da vorne. Da, ich sehe es. Gehören die zueinander? Die kämpfen gegeneinander. Ich joine. Das guck mal, da ist ein Dingsbums-Drop. Ja, geh nach rechts, Schatz. Rechts lang. Immer am Rand langlaufen. An diesem Rand? Ja. Immer am Rand hinter der Deckung. Oh, warte mal. Da könnte jemand drin sein noch, oder? Da liegt Loot. Geh mal nach vorne. Da unten liegen noch Sachen. Ach, da, ich seh's. Vielleicht ist er noch unten drin. Ne? Pass mal auf. Guck mal rein da. Hier rein. Aber der hört mich doch dann laufen. Der hört dich auch, ja. Aber da scheint keiner mehr drin zu sein. Cool, was sie hier gebaut haben. Richtige Hütte. Irgendwann kannst du das auch. So, was haben wir hier? Ein Salbensturm. Das ist eigentlich alles schlecht, das hast du ja schon. Immer in Bewegung bleiben. Boogie-Bombe. Das ist die, wo man tanzen kann. Rechts rum. Der sieht mich doch jetzt laufen hier. Was du eventuell machen kannst. Ich habe überlegt, ob wir ihn runterschießen, aber. Es ist C4. Jetzt wieder in die Deckung und dann kurz so genau über die Wand gucken. Noch ein bisschen die Maus nach links drehen. Genauso. Aber es passiert jetzt momentan nicht viel. Wenn du dann halt auch 5 noch Leute noch. Ich habe noch keinen Menschen gesehen. Du bist also jetzt schon mit denen jetzt von Weitem. Top 5, ne? Das ist ja easy, das Spiel. Top 5. Easy. Ja. First game. Okay. Da ist wir er gucken immer noch mal in am 2 Laufen. Sekunden, warte, in 2 Sekunden wissen wir, wo die nächste Zone ist. Und die nächste Zone ist da links auf dem Berg. Da würde ich jetzt schon schnell hinlaufen. Nach links. Hier hin? Da genau, hin? Da geradeaus. Zack. Aus der Deckung raus, weil dann läufst du langsamer. So, perfekt. Okay. Man muss sich ja aus der Deckung raus. Immer mal springen. Putz. Echt, aber dann sieht man mich doch besser, oder? Ja. Hätte ich gedacht. Wenn du es schaffst, da Mauern hochbauen. Dass du auf die mittlere Ebene kommst. Also Treppen, genau. Mhm. Wow! Perfekt, wow. Jetzt wieder die Waffe auswählen. Ich bin voll stolz. Genau, und an den Rand lang gehen. Da vorne am Rand dücken und gucken, runter gucken. Genau.
Das sollte so ein Tutorial werden. Wie wirst du als richtiger Napp? Kommst du unter die letzten fünf? Oh mein Gott, es geht los. Der war ganz nah dran. Der ist da vorne schon irgendwo. Der baut sich da ein. Nimm die Waffe 3. 3? Genau. Und jetzt geh hin und schieß ihn von links ab. Da, da. Wo? Oh. Da ist dein Kopf. Wo? Oh. 5 Damage. Jetzt wieder zurück, geh wieder zurück. Der wird ja von der anderen Seite angeschossen. Voll der Arme. Geh mal weiter zurück, geh mal zurück. Oh mein Gott, wenn der andere mich sieht, dann bin ich am Arsch. Der könnte auf dich schießen, ja. Was du machen kannst, ist dich hochbauen und den von oben killen. Aber das ist... Hochbauen, das schaffe ich, glaube ich, noch nicht. Bau dich doch mal nach hinten. Dreh dich um. Genau, und jetzt bau hier Treppen hoch. Auswählen. Genau. Schön an der Wand. Links lang, weiter links. Hier. So, ja. Und nochmal links. Da, dann hochspringen. Und jetzt drehst du dich wieder um und baust in die andere Richtung. Genau, so, perfekt. Und jetzt wieder an der Wand, weiter links, genau da. Alter, das ist super, da super, du machst das super, jetzt schnell weiter, so. So, hier. Ja, 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 go. Und das Ganze noch dreimal. Habe ich überhaupt so viele Materialien? Ja. 2. Und dahin. Wenn mir, aber... Und guck mal runter, kannst du... Ah, noch, du brauchst noch eine Wand. Nee, warte, warte. Nein, nein, warte, nimm die 5, die 5 Waffe. Und wenn er vorne steht, dann schießt er ab. Nicht runterfallen. Nochmal. Warum habe ich die 5? Die ist das scheiße, gut, das die gut. Die ist scheiße, die schießt, Waffe. Du hast aber keine, die so weit schießt. Okay, jetzt wieder zurück, zurück, zurück. Und mit Nachladen, genau, du lädst automatisch. Wie, lade ich nach? Wenn du leerst, lädst du automatisch nach. Du hast ihn gleich, er ist weiter links. Oder, was ist das? Ich hab da eine Treppe gebaut. Ja, es könnte sein, dass er sich hochbaut. Geh wieder zurück in Deckung. Nein, ich will jetzt... Heute. Ich komme einfach hinterher. Okay, okay. Warum? Wie viele sind wir noch? 4? Weiter, du hast noch mal drin. Du kannst weiter bauen. So, ne? Genau. Ich komm einfach hinterher. Und jetzt nimm die 2 als Waffe und er ist, glaube ich, links oben. Da oben ist er, da ganz oben. Den kriegst du fast. Aua, 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 aua. Der kannst du mal jetzt Raketenwerfer. Scheiße, der ist ganz schnell da hochgegangen. Du hast ihn aber schon sogar gut geschwächt. Der hat nur noch 46 Leben, ne? Aha, hätte ich nicht mehr die taktische Pumpe oder so nehmen können? Hätte ich nicht so weit geschossen. Nee, die hätte auf so eine Distanz nur 6 oder 4. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das die richtige Waffe war. Du hättest, oh mein Gott, hättest du da die Armbrust gehabt. Ach, hör auf. Hättest du einmal an den Kopf schießen mit können. Mit der Armbrust. Vielleicht wär's Scheiße, schon. Jetzt sind nur noch 2 Leute übrig. Ja. Hm. Okay, nächste Runde? Ja. Das war die erste Runde Fortnite mit meiner Freundin. Hat's dir Spaß gemacht? Mega. Aber du warst überfordert, oder? Total. Alles klar. Aber schon mal unter die Top 5. Wir werden noch eine zweite Folge machen, die kommt dann morgen online. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Wir sehen uns dann morgen mit der zweiten Runde wieder. Haut rein. Macht's gut.